Von den Wechselwirkungen einzelner Moleküle innerhalb einer Zelle bis hin zum Verhalten ganzer Organismen. Das alles gehört zum Thema Lebenswissenschaften. Um diese Bandbreite möglichst vollständig zu erfassen, beteiligen sich an der Graduate School of Life Sciences der Universität Würzburg die Fakultäten für Biologie, Medizin, Chemie, Physik und Philosophie. Vier Forschungsschwerpunkte bilden den Kern der Graduiertenschule: Biomedizin, Infektion und Immunologie, integrative Biologie und Neurowissenschaften. Ein spezielles MD-PhD-Programm erlaubt auch Medizinern den Zugang. Daniela Schuhl forscht über Stammzellen, um Zusammenhänge bei Krebserkrankungen besser zu verstehen. Es ist ja so, dass Zellen Signale von außen bekommen und auf diese Signale reagieren Zellen über verschiedene Signaltransduktionswege. Das letztendliche Ziel von meiner Arbeit ist es, eine Karte zu entwickeln, die den Signaltransduktionsweg beschreibt und somit spezielle Medikamente gegen Krankheiten zu entwickeln. Die materielle und fachliche Unterstützung durch die Graduiertenschule fördert kreative Forschungsarbeit. Man erhält eine sehr gute Betreuung. Selbstständiges Arbeiten wird hier gefordert und gefördert. Man kann selbst entscheiden, welche Versuche man machen will, wie man die Versuche gestaltet. Man kann seine Zeit selbst einteilen und ja. Das macht sehr viel Spaß. Mit einer Vielzahl an DFG-geförderten Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs gehört der Forschungsstandort Würzburg zu den besonders forschungsstarken Universitäten in Deutschland. Kooperationen lassen sich leichter aufbauen und pflegen, wenn Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche nah beieinander forschen, wie hier am gemeinsamen Campus des Biozentrums mit insgesamt 15 Lehrstühlen. Exzellente Wissenschaft und hervorragende Forschungsbedingungen werden den Würzburgern in verschiedenen Rankings bestätigt. 2001 errichtete die DFG das Rudolf-Virchow-Zentrum als sogenanntes Center of Excellence. Ein Team um den Sprecher Professor Martin Lohse hat bereits 1996 ein Programm zur strukturierten Doktorandenausbildung entwickelt, das die heutige Graduate School begründet. Wir wollten gleiche internationale Standards schaffen für alle und die Studenten und Doktoranden sehr früh auch rausschicken. Und wir wollten auch einfach bekennen, das Ausbilden von Doktoranden gehört zu unseren Lehraufgaben an der Universität. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass die Doktoranden sich untereinander wirklich gut kennenlernen. Hier haben sie die Möglichkeit, über Wissenschaft und alles andere, was sie angeht, zu sprechen. Und insofern sind solche Get-togethers, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass einfach das Netzwerk, was dann entsteht, wirklich ganz eng gemacht wird. Also es macht einfach wirklich viel Spaß, mit so begeisterten Leuten zusammenzuarbeiten. Mit 240 Doktoranden ist Würzburg die größte deutsche Graduiertenschule im Bereich der Lebenswissenschaften. Weiterbildungen und zum Teil selbst organisierte Konferenzen sind ein wichtiger Bestandteil der Graduiertenschule. Alle Doktoranden werden einem Graduiertenkolleg oder koordinierten Programmen zugeordnet. 35 Stipendien werden vergeben, 25% der Promovierenden stammen aus dem Ausland. Durch den für alle Doktoranden individuell erstellten Forschungs- und Ausbildungsplan werden die Doktoranden gezielt bei der Integration in das Forschungsumfeld unterstützt. Die Graduiertenschule hat sich von Anfang an sehr gut um uns gekümmert. Als wir hier ankamen, nahmen sie uns gleich in Empfang und halfen uns bei Dingen wie der Wohnungssuche und anderen Belangen. Wir haben dann erst einmal einen Sprachkurs gemacht, der als Basisintensivkurs beginnt und dann fortgesetzt werden kann. Diese Unterrichtseinheiten machen es einfach, andere Doktoranden kennenzulernen und sich mit der Kultur des Landes vertraut zu machen. Neben dieser Unterstützung haben wir auch eine weitgehende finanzielle Unabhängigkeit erhalten. Wir verfügen über einen eigenen Etat für Verbrauchsmittel und Reisen und können damit an Tagungen und Konferenzen in anderen Ländern teilnehmen, ohne auf finanzielle Unterstützung des Betreuers angewiesen zu sein. Die Doktorandin Stefanie Wolski erforscht die Strukturen von Proteinen, die in menschlichen Zellen Schäden des Erbguts reparieren. In regelmäßigen Treffen mit ihrer Betreuungsgruppe aus drei international anerkannten Wissenschaftlern bespricht die Nachwuchswissenschaftlerin den Stand ihres Projektes. Das Komitee hilft den Doktoranden dabei, neue Ideen für ihr Projekt zu entwickeln und einen wissenschaftlichen Fokus zu erarbeiten. Diese Doktoranden sind sehr beeindruckend. Die Experimente, die hier durchgeführt werden, sind international hochkompetitiv. Ich bin deshalb sicher, dass sich die Mittel, die in dieses Programm investiert wurden, auszahlen. Die Beteiligung eines internationalen Mitglieds im Dissertationskomitee erlaubt es den Studenten, mit auswärtigen Wissenschaftlern zu interagieren. Dies hilft ihnen auch bei der späteren Planung ihrer wissenschaftlichen Karriere und stärkt somit ihre Position auf dem Arbeitsmarkt. Internationalität, Arbeiten in Peergroups und interdisziplinäre Betreuungsangebote – das Konzept geht auf. Natur-, Geistes- oder Sozialwissenschaftler können eine strukturierte Promotion erlangen.
eine gemeinsame Promotionsordnung für alle graduierten Schulen. Das ist bundesweit einmalig und ein klares Plus für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung in Deutschland.